Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Channel. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute gibt's endlich den IKEA Lifehack mit dem Bastelwagen für Kinder. Oh, ihr habt doch mein Video bestimmt gesehen. Wir waren ja bei der IKEA vor 3 Wochen oder so. Leute, ihr glaubt es nicht. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist, dass ich euch die große blaue Tasche gezeigt habe? Weswegen wir in die IKEA sind. Das Teil haben wir vergessen mitzunehmen. Oh mein Gott. Nehmen die Servierwagen, also diesen Servierwagen für diesen Bastelwagen. Oh mein Gott. Scheiße. Das wollte ich so schön aufbauen und euch zeigen. Pfeifedeckel, sagt man hier in der Palz. Oh. Und haben alles gekauft, nur nicht den Bastelwagen, weswegen wir eigentlich dort... Ja, jetzt habe ich noch andere Sachen bestellt bei IKEA. Und genauso schwerere Sachen und habe das jetzt liefern lassen und da war jetzt auch der Bastelwagen mit dabei. Den habe ich jetzt auch schon aufgebaut, aber der muss dann noch bestückt werden. Genau, das werde ich dann später machen. Jetzt müssen wir aber nochmal in die IKEA fahren, weil ein paar Teile fehlen bzw. nicht mitgeliefert werden konnten und wir müssen auch noch etwas zurückbringen. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und dann... Genau, bis später. Ihr Lieben, wir sind jetzt an der Tankstelle und tanken schnell. Leonie ist eingeschlafen. Jetzt haben wir 3:15. A little bit too late, aber ich muss euch erzählen. Leonie schläft ja normalerweise mittags so 12.30 Uhr. Und sie hat heute auch gesagt von sich aus, sie möchte schlafen gehen, ins Bett, nach dem Mittagessen. Ne? Aber... wir haben noch keine Plissés an den Fenstern und die Rollos machen irgendwie nicht ganz dicht, also so unten. Und dann ist es viel zu hell und Leonie kann einfach nicht schlafen. Genau, also ich kann es voll gut nachvollziehen, weil es ist einfach zu hell. Richtig krass und genau. Und normalerweise schläft sie ja in der Kita. Und da ist dann halt auch alles dunkel. Da klappt es auch wunderbar, ne? Und jetzt war die halt zu Hause. Ich musste auch noch ein paar Sachen erledigen und so. Und dann war die halt ultra aufgedreht. Und jetzt ist sie halt eingeschlafen, ne? Naja, gut. Oh ja, das wollte ich euch auch noch schnell erzählen. Und zwar, seit Leonie in der Kita ist, bei ihr geht so wahnsinnig viel ab im Kopf mit den Wörtern. Sprechen und da kommen so viele Wörter, das ist Wahnsinn. Wir schauen uns so Bücher an oder die sagt mir manchmal so Begriffe, wo ich mir denke, what? Woher hast du das jetzt? Ja, natürlich von der Kita, aber dass es dann so schnell geht und so krass, weil ich meine, sie ist jetzt 3 Wochen dort und genau, und dann ist ja schon viel los. Erstmal hier klarkommen, viele Eindrücke, wer ist wer, viele Kinder, viele Erzieherinnen und so, ne? Aber sie fasst es richtig gut auf und macht da voll gut mit und wir freuen uns. Klar, davor ist ja auch schon sehr, sehr viel passiert, so sprachlich, ne? Aber jetzt merkt man halt schon nochmal den Unterschied und sie hat da richtig so diesen Drang und Willen, dass sie die Wörter dann ausspricht, nachspricht und dann genau wiederholt oder wenn ich es nicht direkt verstehe, dann sagt sie Mama dann nochmal und sagt mir die Worte, bis ich es dann verstehe und ich wiederhole es dann richtig und dann wiederholt sie es dann auch so richtig und so Step by Step, ne? Genau, also Frühförderung à la Kiwi. Wow, mein Habi kommt mit dem Käfsche. Für uns. Prost. Für uns, ja. Ich habe gerade erzählt von Leonie, dass die blubbert wie ein Wasserfall. Ja, ne. Wir sind jetzt angekommen und wir stärken uns erstmal. Die Sachen haben wir schon zurückgegeben. Hat alles geklappt. So, ihr Lieben, wir sind wieder daheim. Wir haben alles zurückgegeben bei IKEA. Leider, ich wollte ein paar Sachen mitnehmen. Habe ich nicht gekriegt. War alles schon weg. Genau. Jetzt sind wir aber daheim und ich werde mich jetzt an den Bastelwagen machen und euch so ein bisschen zeigen,
wie ich das mache. Eigentlich befülle ich den Wagen jetzt einfach nur. Aber ich finde es halt sau cool. Beziehungsweise mache ich einen Bastelförderwagen da draus. Genau, da mache ich nämlich auch Leonies Fördermaterial. Und das zeige ich euch dann einfach. Schaut mal, ihr Lieben, Leonie ist gerade von der Kita nach Hause gekommen und sie hat ihren Bastelwagen entdeckt. Fängst du schon mal an? Soll ich dir helfen? Okay, gut, mache ich. Schau mal, die können wir einhängen. Guck, genau. Nimm mal ein. Obala. So, schau mal so. Wow, da machen wir dann deine Stifte rein. Leonie, okay? Gucke mal so, ja? Und dann kommen da Blätter rein, deine Bastelschere. Was haben wir noch? Wachsmalstifte. Der anderen Seite können wir noch machen. So. So. Ja, super. Übrigens, Leute, Leonies Crocs sind out. Jetzt sind diese heißen Splash-out Schlappen in. Die hat sie von ihrem Cousin Benjamin. So, ihr Lieben, ich lege jetzt einfach mal los mit dem Befüllen. Dann haben wir hier diese, die kann man so einhängen, diese Boxen. Diese Holzkiste hatte ich jetzt schon. Da mache ich solche Karteikärtchen rein. Die sind auch immer ganz cool. So, dann haben wir hier leere Blätter, mache ich rein. Dann habe ich hier die Malbücher von Leonie. Das sind so Bärchen. Farbbärchen. Da hat sie ja diese Becher dazu von ihrem Farbspiel. Und die kann man dann auch dazu nehmen, um die Farben zu sortieren, zu üben. Hier mit rein. Das ist voll cool. Da gibt es dann auch so Zangen dazu. Und das sind so Fördersachen, also für Logopädie. Von der Logopädie haben wir das. Das ist, um den Mundschluss zu trainieren. Haben wir hier Sachen hier. Da sind dann zum Beispiel so Schläuche, wo sie dann drauf kauen muss. Oder Strohhalme, wo sie pusten muss. So eine Pfeife. Genau. Das ist auch cool, so ein Schnabel. Falls ihr euch erinnern könnt, als wir in Köln waren, da haben wir doch Therapie gemacht, bei T21 We Learn bei der Diana. Genau, oder sowas. Das sieht aus wie Partyausstattung, oder? So, dann habe ich noch hier die Guckkarten, womit wir die Gebärden damals für Leonie gelernt haben. Leonie benutzt jetzt heute ab und zu noch Gebärden, aber sie spricht das Wort immer mit dazu. Und wir lernen jetzt keine neuen Gebärden mehr, weil sprachlich hat sie das jetzt so gut gemacht und dass, wenn wir halt die Wörter lernen oder wie jetzt in der Kita, nimmt sie die auch super auf und dann üben wir einfach nur noch die Aussprache. Und ich kann euch das aber mal zeigen. Dann habt ihr zum Beispiel hier so die Ente. Und dann ist es auch nochmal in Wortschrift. Damit üben wir dann frühes Lesen. Also Leonie guckt dann das Bild an und sieht das Wort dann. Und dann kann sie auch sagen, das heißt Ente. Also es ist jetzt nicht so, dass sie lesen kann, aber für sie ist es wie ein Bild, wie die Ente. Und hier halt eben ausgeschrieben. Und sie speichert das dann so ab, wie das aussieht. Und wenn jetzt wieder ein Wort kommt, was so aussieht, dann sagt sie, das ist die Ente. Und dann hier, genau, ist dann auch immer die entsprechende Gebärde mit dabei. Also super, also einfach. Es gibt auch einige Videos dazu. So, ja, genau, hier habt ihr dann noch mal so alles auf einen Blick. Genau, ich kann euch auch gerne dieses Kartenset mal unten verlinken. Und dafür habe ich jetzt mal so eine Box mitgenommen von IKEA.
Ich muss mal gucken, ob das passt. Oh yes, passend. Thema Förderung, Frühförderung für Leonie, Therapien. Also wir haben jetzt viele, viele Monate, haben wir jetzt keine Therapien gemacht. Also wir haben das eben bewusst gestoppt, weil Leonie hatte ja ein paar gesundheitliche Probleme. Letztes Jahr, genau, und vorletztes Jahr. Und das war einfach alles ein bisschen zu viel für sie. Und wir haben dann auch noch nicht gewusst, was los ist und so. Und deswegen haben wir gesagt, dahin fahren, dorthin fahren. Wir sind ja auch dann nach Mainz gefahren, in die Praxis für Entwicklungspädagogik. Und da waren wir halt immer lange unterwegs. Und das war dann irgendwann einfach zu viel. Und wir haben dann gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt erstmal runter. Wir schauen jetzt erstmal, was Leonie braucht oder hat. Und genau, so haben wir das dann gemacht. Und ihr seht es ja, Leonie hat sich wirklich super entwickelt. Ich muss auch sagen, ich habe auch an mir, sag ich mal, gearbeitet oder losgelassen. Und die Sorgen und Ängste oder diesen Druck, oh, ich muss sie jetzt fördern. Also beziehungsweise dort in die Therapie, dahin. Ich meine, zu Hause machen wir auch sehr viel, aber ich mache das ja eher so im Alltag und mit, sag ich mal, Montessori inspiriert eben, ne? Dass ich sie so im echt, sag ich mal, im Leben so darauf vorbereite, auf ihre Selbstständigkeit. Und ja, also das klappt wirklich gut und wir sind echt sehr, sehr glücklich. Und klar, natürlich, wenn wir dann merken, hey, sie hat irgendwo jetzt wieder so Defizite, wo wir jetzt hinten dran sein müssen, dann greifen wir das natürlich wieder auf. Aber im Moment und auch gerade jetzt mit Kita war halt für Leonie echt die beste Förderung bisher. Und wirklich dieser Alltag, diese Routinen mit anderen Kindern, von anderen Kindern lernen. Schaut mal, was ich gerade noch gefunden habe. Das zeige ich euch mal. Oh, das war von Leonies alten Kita. Oh mein Gott. So süß die Maus gewesen. Genau, da hatte sie als Zeichen den Fisch. Total cute. Ihr Lieben, der Wagen ist fertig bestückt und ich zeige ihn euch jetzt. Seid ihr ready? 3, 2, 1, tada! Da ist er. So sieht es aus. Ich glaube, das ist ja so der Servierwagen, ne, von IKEA. Und den gibt es aber auch noch in groß. Aber ich habe den kleinen geholt, weil das reicht völlig für Leonie. Also hier habe ich jetzt mal die Stifte reingemacht. Dann habe ich hier diese bunten Karteikarten und Weise. Habe für Leonie dann auch noch so ein Stempelset geholt und hier haben wir Schere, Kleber, Teser, genau, und das sind diese Farbbärchen. Da zeige ich euch mal die Becher noch dazu. Die da waren das, genau. Ich finde, es reicht vollkommen. Natürlich könnt ihr das immer noch mehr erweitern. Da könnt ihr dann noch so Bastelzeug holen, Knete, das mache ich auch noch, aber jetzt habe ich mal alles rein, was wir da haben. Genau. So, dann holen wir mal Leonie. Mal gucken, was die zu ihrem neuen Bastelwagen sagt. Leonie! Wow, guck mal, ein Bastelwagen. Mit Stiften. Papier. Magst du malen? Da ist dein Malbuch. Dein Malbuch. Magst du dich hinsetzen? Guck mal, ich mach dir den Stuhl hierher. Setz dich hin. So. Mama setzt sich auch hin, natürlich. Wow, cool. Leonie, oder? Opala, guck mal, wir können den auch mitbringen. Guck mal, dann kannst du dich einfach hinsetzen. Ich kann dir mal auch noch ein anderes. Magst du lieber Blätter haben? Wow! Blumen. Regenbogen, genau! Das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, euch hat der IKEA-Hack gefallen
Und vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Inspiration für euch. Ich verlinke gerne die Produkte unten in der Infobox und dann könnt ihr euch das ganz in Ruhe anschauen. Genau, und wenn ihr Lust habt, dann macht es gerne nach. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst gerne ein Like. Und für weitere Videos, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, denn es bleibt wie immer spannend, lustig, positiv und einfach nicht zu verpassen.